Verabschiedung mit der gleich großen Freude heiße ich Sie hier alle willkommen, die ich, sofern ich es auch von den Gesichtern sehe und mit Freude feststellen kann, auch das erste Mal hier sind. Ich wünsche Ihnen jetzt schon einen Kunstgenuss und viel Freude hier bei dieser Ausstellung. Und ich bitte jetzt den Herrn Hofer, die Künstlerin zu sprechen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Kollegin, liebe Frau Doktor, es ist mir eine besondere Ehre und Freude, hier sehr schnell herzueilen von der Matura daher, bitte auch meine Geeignung dementsprechend, um etwas zu den Bildern und Objekten, wie die Ausstellung heißt, etwas sagen zu dürfen. Ich möchte ein bisschen ausholen, vielleicht ein paar Dinge, um ein paar Dinge zu sagen, die vielleicht eine Selbstverständlichkeit sind, aber man versteht vielleicht besser dann das, was Fuji Zelenak uns hier zeigt. Ich behaupte nämlich, dass die Kunst ihre Zeit immer widerspiegelt, besser gesagt eigentlich, dass sich die Zeit in der Kunst wiederfindet und dort all das ausgedrückt wird in der Kunst, was die Zeit, die Epoche letztlich berührt. Es werden Ängste dargestellt, Freuden dargestellt, gesellschaftliche Ereignisse, Erkenntnisse und vieles andere mehr. Und wir können das in der Geschichte der Kunst verfolgen und können damit auch sehen, dass die Kunst nicht etwas, was zum menschlichen Leben so extra dazukommt oder aufgepfropft wird, sondern Kunst ist etwas, was letztlich das menschliche Leben ausmacht. Wenn ich Sie erinnern darf an die Höhlenmalerei, wo auch dort wiedergegeben wird, was die Menschen berührt hat. Einerseits die Ängste vor den Tieren, vor den wilden Tieren, aber auch die einzige Rettung, um sich vom Hungertod zu retten, nämlich die Jagdszenen darzustellen. Oder ich erinnere Sie an die griechische Kunst, gerade an die Plastik, wo ja Zelenak zu Hause ist, wo die Griechen vor allem, möchte ich sagen, fast für Götter ihre Plastiken geschaffen haben. Das drückt sich so aus, dass sie nicht nur die Vorderseite einer Statue wunderbar gestaltet haben, sondern auch die Rückseite, auch wenn diese Statue in 3, 4, 5 Meter Höhe gestanden ist und nie einem menschlichen Blick ausgesetzt war. Also auch hier wiederum der Ausdruck der damaligen Menschen, die Bindung zu den Göttern. Ich brauche jetzt nicht alle Epochen der Kunst durchzugehen, wenn ich Sie an die Biedermeierzeit erinnere, wo auch hier wiederum in der Kunst das zum Ausdruck kommt, wonach sich die Menschen gesehnt haben, nach der stillen Häuslichkeit, nach der Natur und vielen ähnlichen Dingen. Und so ist es, dass Kunst immer das wiedergibt, was die Menschen berührt. Und mir ist einmal gesagt worden von einem Künstler, wenn man zu einem Bild kommt oder zu einem Objekt kommt und sofort weiß, was das ist, ohne viel das Bild oder das Objekt zu betrachten, so ist entweder der Betrachter schuld oder die Kunst schuld, weil es eben keine Kunst ist. Es will damit gesagt sein, dass es notwendig ist, sich mit einem Bild, mit einem Objekt auseinanderzusetzen, eine Begegnung zu suchen. Wahrscheinlich ähnlich wie in der Literatur, wenn ich ein Buch zur Hand nehme, kann ich nicht schon wissen, was da drinnen steht, sondern ich habe mich darin zu vertiefen und dem Inhalt zu begegnen. Und so, glaube ich, ist es auch bei der Kunst im Allgemeinen. Und wenn ich von der Begegnung rede in der Kunst, so sind wir heute daran, nicht nur der Künstlerin zu begegnen, sondern ihren Bildern und ihren Objekten zu begegnen und manches zu spüren, herauszulesen, was eben durch diese Begegnung überhaupt möglich ist. Fuji Zelenak kommt von der Bildhauerei
Das werden wir immer wieder spüren, das spürt man sogar bei ihren Bildern, wo sie selber meint, da ist sehr viel reale Plastizität drinnen. Und wenn Sie manche Bilder betrachten, werden Sie das tatsächlich feststellen können. Was mir so gefällt an Ihrer Arbeit überhaupt, dass sie nicht auf einen Ismus aufspringt, ja, dass sie im Gegenteil mancher Moderne, wo man etwas zweifeln muss an manchen Darstellungen, sogar etwas entgegentritt und ihre eigene Kunst, ohne sich einen Ismus dazu verschreiben, wiedergibt. Sie macht es sich nicht leicht und wer Margarete kennt, weiß, dass sie sich im Leben nie leicht gemacht hat. Wenn man mit ihr in Diskussion kommt, so lässt sie einen gar nicht so schnell los von der Sprache her, von den Gedanken her. Und so bringt sie auch sehr vieles Philosophisches, Eklektisches, wie eines der Bilder auch heißt, ich glaube, da ist es, bringt sie in der Sprache vor, aber vor allem, und das ist ja ihre Kunst, in ihren Darstellungen. Und sie greift verschiedenste Themen auf. Sie macht es sich auch nicht leicht, jetzt einfach Objekte oder Bilder darzustellen. Man hat die Mühe, und das soll eben die Begegnung sein, manches zu dechiffrieren. Sie arbeitet mit Chiffern und hat eben hier gewisse Aussagen dabei. Wenn Sie auf dieses Bild zum Beispiel hier sehen, werden Sie auch einen ägyptischen Einfluss sehen. Ägyptisch deswegen alleine schon, weil Zugaben gegeben werden. Und wenn Sie ägyptische Statuen sehen, so werden Sie mir erkennen, werden Sie mir bestätigen, dass bei jeder Statue eine Zutat dabei ist, eine Chiffer dabei ist, wo man aus diesen Zutaten eigentlich erst das erkennen kann, was es sein soll. Was es sein soll, da gibt sie uns manche Rätsel auf. Sie verhüllt manchmal, sie verdeckt manchmal, sie enthüllt manchmal, wenn Sie manche Plastiken draußen sehen. Und Ihnen oder uns ist es überlassen, hier Deutungen vorzunehmen. Ich habe schon gesagt, oder es ist gesagt worden, Frau Fucci-Zelenak arbeitet bei mir in der Schule in Karlsburg schon seit über 10 Jahren. Wie ich sie kennengelernt habe, hat sie noch nicht so viel an Ölbildern gemacht, als sie dann erst über die Plastik und über das Relief zu den Bildern gekommen ist. Und mich freut es, dass hier gerade die Porträts so gelungen sind, wenn Sie diese beiden ansehen. Nicht deswegen sind sie so gut geworden, weil man sofort ihre Eltern da erkennt, sondern da liegt Beziehung drinnen, da liegt Identifikation drinnen und ich glaube auch eine Identifikation nicht nur von der Malerin her, sondern von den Dargestellten her. So kann ich sagen, Fucci-Zelenak hat ein Art Tagebuch geschrieben mit vielen Darstellungen drinnen. Sie hat drinnen gemalt, sie hat modelliert drinnen, sie hat drinnen gebaut. Und da könnte man eigentlich jetzt sagen, und muss es sagen, es bleibt jetzt an uns dieses Tagebuch, das sie uns ja offen darlegt, in dieses Tagebuch hineinzuschauen. Und wenn wir lesen können, so tun wir es. Sie bietet uns die Lektüre, wenn ich es so sagen darf, an. Und was mich auch so freut, und das möchte ich zum Schluss sagen, dass sie hier Kunst auch sozusagen aus dem Alltag sieht. Wenn Sie das Schaukelpferd anschauen für die kleine Elvira und wenn Sie Elvira daneben sehen, so ist es hier, nämlich nicht nur live hier die kleine Elvira sehen, sondern auch in der plastischen Darstellung,
so ist das, was Fuji Zemenak darstellen will, Bereiche aus ihrem Leben, das, was sie sozusagen täglich erlebt und wie man mit der Kunst und in der Kunst letztlich leben kann. Da darf ich Sie auf eine Tatsache aufmerksam machen, wie gerade die Menschen der Urzeit, der Steinzeit mit der Kunst gelebt haben, indem es fast kein gewöhnliches Alltagsgefäß gegeben hat, das nicht verziert war. Und ein bisschen so ähnlich sehe ich es, es wird nicht nur ein Sessel gestaltet von ihr, sondern auch ein Schaukelpferd und viele andere Dinge. So freue ich mich, dass diese Ausstellung überhaupt zustande gekommen ist. Wünsche ihr weiterhin sehr viel Arbeitseifer und man kann sich eigentlich für einen Lehrer nichts Schöneres wünschen, dass er nicht nur Theorie in die Schule bringt, sondern selber zeigt, dass man Theorie und Praxis sehr gut verbinden kann und nur so Schüler eigentlich für dieses Fach motivieren kann und anregen kann. Und dass das der Fall ist bei Margarete Fuji Zemenak, freut mich ganz besonders.